Willkommen zu Märkte und Trends im Januar 24. Das Motto unseres Jahresausblicks war ja Weltwirtschaft im Umschaltspiel. Und wenn wir uns die letzten Wochen und Monate Revue passieren lassen, dann befinden wir uns natürlich immer noch in diesem Basisszenario Umschaltspiel. Und die Anleger interessiert im Moment im besonderen Fokus ist hierbei das Umschaltspiel der Notenbanken. Hier sieht es so aus, dass wir insbesondere auch schon im letzten Jahr an den Zinsmärkten eine Rallye erleben konnten, aber auch an den Aktienmärkten, DAX plus 20%, Bundesanleihen plus 5,5%. Gerade für die Zinsmärkte war dies nach all den negativen Jahren wieder ein Erfolgsjahr. Und das kam eben, weil die Anleger schon, sagen wir mal, sehr früh auf eine Zinswende jetzt gesetzt haben. Man sieht es auch hier, der Abstand zu dem Einlagensatz ist an den Terminmärkten sehr groß geworden. Die Zinsen sind dort sehr stark gesunken. Zuletzt eine Gegenbewegung, also diese Euphorie, die da eingekehrt ist, ist vielleicht auch übertrieben gewesen, dass die Notenbanken jetzt so schnell zu Potte kommen. Das ist nun nicht zu erwarten. Wir hatten ja im Jahresausblick gesagt, im Sommer ist der Zeitpunkt für die Zinswende. Und jetzt nach jüngsten Aussagen von Notenbankern, denke ich mal, wir können das auch weiter fokussieren auf den Juni. Und wenn das im Juni kommt, sozusagen mit den neuen Projektionen für das im zweiten Quartal, Ende zweites Quartals, dann können wir auch die Zinswende erwarten. Und das würde eben bedeuten, dass wir unsere Prognosen ein Quartal nach vorne schieben und auch 3 statt 2 Zinssenkungen einstellen. Und das Gleiche haben wir übrigens auch für die USA gemacht. Die US-Notenbank dürfte aus unserer Sicht auch im Juni die Zinsen senken. Erstmals die Zinsen senken und auch 3 Zinsschritte machen, a 25 Basispunkte. Ja, und unter diesen Prämissen haben wir auch unsere Kapitalmarktprognose reduziert. Wir sehen hier am Jahresende jetzt einen entsprechenden Verlauf. Weiterhin die flache Zinskurve, die wir erwarten. Wir sehen jetzt sogar noch etwas Spielraum gegenüber den aktuellen Werten. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, es ist bereits sehr viel eingepreist. Die Notenbankpolitik ist bereits sehr stark in den Kursen enthalten. Also so viel sollte man da auch nicht erwarten. Wichtig ist dabei auch, wie sich die Inflationserwartungen entwickeln. Und hier haben wir eine Entwicklung zuletzt, die recht stabil war. In den USA sind die Erwartungen wieder angestiegen, bei uns eben nicht. Wenn das so bleibt, ist durchaus auch noch weiterer Kursspielraum hier bei den Renditen zu erwarten. Wir haben hier des Weiteren Prognosen geändert bei den Wachstumszahlen. Das deutsche Wirtschaftswachstum hat uns dann doch ein bisschen, ja, negativ überrascht im vierten Quartal, weil wir doch mehr auf den Konsum gesetzt haben. Der scheint sich ein bisschen zu verzögern, das schiebt sich in dieses Jahr erst hinein und wir haben deswegen auch unsere Prognosen heruntergenommen von 1,3 auf 0,8%. Der Konsum wird seinen Beitrag leisten aus unserer Sicht, die Kaufkraft ist gestärkt und mit 0,8 sind wir, glaube ich, immer noch im Lager der Optimisten.